Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem allerersten Inventory Showcase und wahrscheinlich auch meinem letzten, weil sowas macht man ja nicht allzu oft. Vor kurzem haben wir die 2000 plus geknackt, 2200 oder sowas. Und ich wollte jetzt einfach mal mein Inventar zeigen. Viele haben schon danach gefragt. Es ist aber mittlerweile auch wieder öffentlich, also man kann auch selbst nachgucken. Dennoch zeige ich euch jetzt hier einfach mal mein 2000 Dollar Inventar. Kurz hier im Inventar und später mein Loadout in diesen wunderschönen Sky Maps, wo alles so total geil aussieht, verstehst du? Also mein Inventar erreicht eben aus der Masse diese Zahlen. Ich habe schon sehr, sehr viele Red Skins, hier auch nochmal zwei und da geht es aber auch schon runter. Aber es sind sehr, sehr viele Skins insgesamt. Die Skins sind alle geschenkt von euch. Also mittlerweile kann ich sagen, 99% der Skins habe ich geschenkt bekommen. Vor allem die teuersten. Da sind wirklich einige Schätze dabei und ich zeige euch, wie gesagt, auch gleich, welche ich davon aktiv oder live eben spiele. Ich warte mal kurz, bis sich alles geladen hat, die Bildchen und sowas, euch. Diese Skins verschenke ich zu, ich glaube, 98% in Giveaways. So Stück für Stück für Stück. Ich weiß noch, am Anfang von meiner CSGO-YouTube-Karriere hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal so viele Skins habe, also so viele Giveaways machen kann. Ich kann jetzt noch vorneweg 2 Jahre lang Giveaways machen, weil ich so viel Holz vor der Hütte habe, verstehst du? Und selbst hier bei den blauen Sachen sind sehr, sehr viele edle Sachen dabei, wie diese Sun in Leo oder wie sie heißt, von der man gar nicht erwartet, dass sie so teuer ist. Also teuer in Anführungsstrichen. Das Teil kostet irgendwie 6 Euro oder so und das ist einfach nur ein kleiner Blueskin. Und von solchen Sachen habe ich eben einiges am Start. Und so setzt sich eben mein Inventar dann zusammen. Der Gesamtwert meines Inventars steigt und fällt immer so ein bisschen hin und her, da ich eben sehr viele Giveaways mache und dann eben Skins rausschenke und dann auch wieder welche reinbekomme. Also zum Beispiel gibt es in 14 Tagen wieder ein Knife. So kommen wir dann noch weiter nach oben. Letztens habe ich ein Knife weggegeben. Da sind dann wieder 250 Euro oder Dollar weg gewesen. Ja, jetzt kommen wir zu den grauen Sachen. Ja, die Kisten kommen jetzt, genau. Guck mal, das sind alles Kisten, um Gottes Willen. Ich brauche echt ein paar Schlüssel irgendwie. Ach ja, guck mal, da die Graffitis noch. Jetzt sind wir am wichtigen Teil des Geschehens angekommen. Ich muss wieder ein Graffiti-Giveaway machen. Ich habe wieder so viel Zeug angesammelt. Guck mal, ich habe 5 von diesen Stat-Swap-Tools. Dankeschön, Leute, dankeschön. Ja, und jetzt zeige ich euch mein ultra krasses 2000-Dollar-Loadout. An der Stelle sei nochmal ganz kurz erwähnt, dass ich nichts ergambelt habe oder so. Ich habe Case-Openings gemacht, das stimmt, ja. Und ich weiß, dass es auch mitunter als Gambling bezeichnet wird. Aber ich habe keine Skins für andere Skins vergambelt und gegambelt und hin und her, weil ich aus Erfahrung einfach weiß, also aus meinem Freundeskreis, dass er noch nie jemand was gewonnen hat. Also klar, die Leute gewinnen mal was, temporär. Und 3 Monate später ist ihr ganzes Inventar vergambelt. So ungefähr. Also, nur um das nochmal gesagt zu haben, ich würde es nicht zwingend machen, diese Gamble-Geschichte, ne? Ja, beginnen wir mit der USPS-Torque. Ihr wisst, dass ich sehr, sehr großen Wert auf Stat-Track lege. Ich habe auch eine Kill-Confirmed und auch eine Orion oder sowas, aber die haben halt keinen Stat-Track und mir ist Stat-Track sehr, sehr wichtig. Und deswegen besteht eigentlich mein gesamtes Loadout, natürlich auch aus sehr geilen Waffen, klar, aber so gut wie nur aus Stat-Track. Und die Torque gefällt mir einfach aufgrund ihres edlen Designs. Das sieht schick aus, finde ich. Hier sind meine ultrakrassen Elite-Drachen-Dinger. Die sind natürlich, also ich spiele jetzt nicht so oft. Und vor allem geht halt auch nur die linke. Die rechte ist schon länger kaputt. Die wollte ich einschicken, aber naja. Schöne Teile. Man sieht's, da ich ja Stat-Track spiele, wie oft ich die Sachen benutze. Also mit 61 Kills sind die jetzt nicht so extrem benutzt, dass man sagen kann, oh, das ist der Main-Elite-Spieler im Clan. Hier meine geile P250 Valenz. Ich weiß gar nicht, warum da nur 7 Kills drauf sind. Da, das ist irgendwie merkwürdig. Habe ich die letztens gewechselt. Es kann sein, dass ich da zu einem besseren Modell gewechselt habe, auf eine FN oder sowas, und noch kein Swap-Stat-Track-Hans-Wurst-Tool am Start hatte. Ach so. Meine FF7 ist im Moment die Daimyo, oder wie sie heißt, weil mich die Farbe nach wie vor wegflasht. Aber ich habe eigentlich diese Veins, oder wie die heißt, aktiv gespielt. Die habe ich gerade vor kurzem geschenkt bekommen. Einmal in Stat-Track, einmal in Nicht-Stat-Track. Und beide sind natürlich wunderschön. Hier ist meine Deagle. Man sieht, die spiele ich auch nicht so oft mit 33 Kills. Ich habe auch diese Dragon-Deagle, aber die hat halt leider kein Stat-Track. Ne? For shizzle my whistle. Bei den Heavies fängt es natürlich richtig heavy an. Hier ist auch schon direkt mein Lieblingsskin insgesamt. Und zwar die Hyperbeast-Skins sind meine absoluten Lieblingsskills und da durfte natürlich die Nova Hyperbeast nicht fehlen. Mit 37 Kills drauf ist sie natürlich jetzt nicht so oft gespielt, aber ja, wer spielt ja auch oft? Es gibt jede Woche Minimum 2 Giveaways und zwar einmal dienstags und einmal donnerstags ab 19.30 Uhr in meinen Livestreams. Im Moment finden die nur auf Twitch statt, bald aber auch auf YouTube, also seid dabei, die Links sind in der Videobeschreibung. Bei der XM1014 sieht man, dass ich da einfach noch keinen gescheiten Skin habe, also da fehlt mir noch was Gutes für das Teil, also in Stat-Track. Da bin ich noch nicht so zufrieden. Wenn man jetzt den Titel sieht, 2000 Dollar Inventar, man sieht, dass ich mit dem Skin spiele, ist es irgendwie schon. Das ist merkwürdig. Meine Swag 7 Heat ist ultra delicious. Sehr underplayed. Aber die ist Hammer, ne? Die ist richtig geil, die Heat. Hier ist meine M249. Und zwar die Nebula Crusader. In den ganzen Giveaways, in der ich die mit rausgegeben habe, habe ich jedes Mal gesagt, das ist die für die wahren Gamer. Mit dem Skin drauf, Hammer. Gut, vielleicht ist er auch eher für ein älteres Kaliber. Also der Skin jetzt. Aber ich finde es schön. Es ist gerade dunkel geworden? Was? Man kann hell und dunkel machen. Du erzählst gerade Geschichten, oder? You gonna die! Guckt euch mal an, wie sie aussieht, wenn sie auf dem Boden liegt. Geil, Mann! Ja, und hier meine Negev, die Terrain.
Sick. Lalalalala. Selten gespielt. Klar, wer spielt schon auf Negev? Meine SMGs. Da habe ich die MP9 Airlock. Die spiele ich in letzter Zeit öfter. Also diese Zahlen sind noch nicht so alt auf dem StatTrak-Zähler. Die spiele ich recht gerne. Gerade wenn es eben um Rush-Taktiken geht. Da ist die schon, die ist schon was. Hier meine MP7, die Urban Hazard. Immer gern genommen. Haben wir letztens auch festgestellt in dem MP7 Top 10 Video. Dass euch die auch sehr gut gefällt. Auf meinem Platz 1 ist zwar eine andere, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die hier war auf Platz 9 oder 10. Aber es ist einfach ein Skin, den man auf jeden Fall nehmen und spielen kann, der einfach schick aussieht. Hier meine UMP 45 Labyrinth. Die spiele ich gerade in letzter Zeit sehr, sehr oft. Man sieht es auch an den Stat-Track-Zahlen, bin ich bescheuert. Hier 306 Kills. Klar, also insgesamt ist das nicht viel, aber ich habe bis vor kurzem da, glaube ich, keine 100 drauf gehabt. Und diese UMP hat meine P90 ersetzt. Und hier kommt sie nun. Achso, halt. Jetzt habe ich ja gerade die Asimov ausgewählt. Mit der spiele ich eigentlich nicht aktiv. Ich sollte sie vor kurzem auswählen, weil es ja der Skin ist, der jetzt bald an euch rausgeht. Bezüglich des Giveaways werde ich keine und in Zukunft auch keine Fragen mehr beantworten. Wann kommt es denn jetzt, die Auflösung? In welchem Video und sowas? Es ist ja extra dafür gedacht, dass eben Leute, die aktiv zuschauen, belohnt werden. Und ich habe im Video aber auch gesagt, nach ungefähr einer Woche stelle ich den Gewinner fest. Und darauf folgend, dann spätestens eine Woche darauf folgend, wird dann der Gewinner in dem Video angesagt. Also bitte, ja, wer fragt, bekommt da keine Antwort mehr drauf. Weil ich damit ja auch Skin Geier unterstützen würde, indem ich ihnen sage, ja, ja, da in dem Video findest du es, guck. Und hier ist meine Pipi Bison, die Osiris. Guck mal, da steht der Name sogar drauf. Osiris, sehr schön, schlicht, dynamisch, optimal. Fällt mir. Kommen wir nun zu den dicken Waffen. Wir haben hier einmal die Farmers Valens. Die spiele ich extrem, extrem selten. Ich habe bei Source sehr, sehr gern die Farmers gespielt. Hier gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ich kann mit dem Ding nicht spielen. Wenn mir die jemand droppt, dann nehme ich mir lieber eine UMP oder sowas, als mit dem Teil zu spielen. Ich weiß nicht warum. Mir ist sie einfach vom Handling her nicht mehr geheuer. Die sieht hier bei dem dunklen Licht doch ein bisschen besser aus. Oder sie kommt besser zur Geltung, weil sie halt an sich so hell ist. Hier vielleicht dann nochmal kurz die Labyrinth, einfach um die Labyrinthstriche besser zu sehen. Kommen wir nun zu meinem Schmuckstück, der M4 Hyper Beast. Sickes Teil, oder? Auf jeden Fall ultra sickes Teil. Ich glaube, dieses Licht gefällt mir doch. Nee, hier ist die wiederum besser, finde ich, oder? Hyper Beast sind halt einfach meine Lieblinge. Mir gefällt der Zeichenstil, oder wie man das eben auch nennen mag. Aber bevor ich es vergesse, natürlich noch die T-Side-Waffen, die ich ja bis jetzt noch nicht hatte. Ich sehe gerade, die Webcam ist abgenippelt, geil. Egal. Hier haben wir meine wunderschöne Glock Water Elemental. Richtig schick, richtig sick. Damit geht echt ziemlich viel in letzter Zeit. Also gerade die ersten Runden machen doch sehr, sehr viel Spaß. Es ist unglaublich, wie sehr der Skin meinen Bezug zu der Waffe an sich verändert hat. Und hier haben wir meine eigentliche P250. Ich habe mich ultramäßig gewundert vorhin bei der Valenz. Ich habe eigentlich diese Supernova schon immer am Start. Genau. Das hier ist meine P250. Die muss ich noch ändern, wieder bei City. Ich weiß nicht, warum das geändert ist. Wahrscheinlich hat meine Freundin kurz gespielt und sich da ein bisschen ihre Waffen eingestellt. Die alte Gaunerin. Guck mal, hier kann man sogar mit No-Clip rumfliegen. Alles klar. Und hier natürlich meine Tech-Man. Diese Waffe spiele ich extrem gern, hat nichts mit dem Skin zu tun. Ich finde die Tech-Man einfach geil. Und der Skin, Ice Cap ist es, glaube ich, ne, oder? Ist natürlich der Hammer, ganz klar. Dann noch Stat-Track und 1, 2, 3 Kills drauf. Da kann man nichts sagen, ne? Hier habe ich die Sword of Yorick. Oh, die 107 Kills drauf. Guck mal einer, schau, sicherlich alles Arms Race. Hello. Totenschädel, Gold. Was will man mehr, ne? Schick. Dann haben wir hier noch die Mac 10 Lapis, heißt sie, glaube ich. Lapis Gator heißt sie, genau. Lapis Gator. Richtig sexy. Hier die Galil Chatterbox. Ultra geiles Teil. Ich weiß nicht, warum ich damit nur 33 Kills gemacht habe. What the fuck? Der Mund bewegt sich beim Schießen. Der Totenkopf schaut einen an und passt mal auf die andere Seite. Feed me, steht da drauf. Ist das nicht geil? Dieser Skin kommt an die Hyper Beast schon sehr nah ran. Also von der Lieblingshaftigkeit. Ja, das ist ein richtiges Wort. Und da folgt auch schon meine AK-47 Backside Fisty, Frontside Misty, ihr wisst schon. Sehr schickes Ding. Die steht bei mir nach wie vor noch sehr stark im Kampf mit der Point Desiree, oder wie sie heißt? Mit der Desiree. Aber im Moment ist sie am Gewinnen auf jeden Fall. Also ich spiele sie sehr, sehr oft. Ich habe fast 3000 Kills auch drauf. Also die AK ist meine Lieblingswaffe, wenn man jetzt einfach mal nur von den Waffen ausgeht und die Skins außer Acht lässt. Hier haben wir nun die SG-553 Tiger Mouth oder sowas. Habe ich vor kurzem irgendwie, keine Ahnung, im Schrank gefunden. Nicht schlecht. Also, es könnte ein bisschen mehr Weiß dabei sein, finde ich. Also auch hinten. Aber sonst geiler Skin, auf jeden Fall. 42 Kills, naja, was soll man machen. Bei der G3 SG-1 habe ich die Ventilator am Start. Schlicht und einfach. Mit dem Ding muss ich rushen, da. Dam, 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 dam. Nun kommt hier meine Scout Necropost. Die finde ich sehr cool, weil ich eben ein Grün-Fetischist bin. Und schaut mal hinten drauf, das Gesicht. Und an der Seite eben diese wunderbaren Zahlen und hinten Hunt Them Down. Nett in die Sonne gucke. Hier haben wir meine Auk Aristokrat. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der auf solche Teile steht. Auf diesen Stil. Aber die hat mir jetzt voll angetan irgendwie. Vor allem habe ich im Moment auch noch keine bessere, die mir halt irgendwie eher zusagen würde wie das Teil. Blau ist jetzt auch nicht zwingend meine Lieblingsfarbe, aber sie ist aber auf jeden Fall favorisiert im Farbstrahl. Damit habe ich auch schon mal ein Giveaway gemacht mit den Teilen. Da habe ich, glaube ich, 4 Stück davon gehabt oder so. Die sind schon echt heiß. Und hier kommt sie auch schon, meine
AWP, Hyper Beast. Die habe ich damals in meinem allerersten Case Opening gezogen, so gegen Ende. Und habe davor noch gesagt, dass sie mir gar nicht so gut gefällt. Da hatte ich nichts mit Skins am Hut. Ich wusste nicht, dass sie so viel wert sind. Und ich habe sie gezogen und war erst gar nicht so richtig zufrieden. Habe sie dann aber ultramäßig lieben gelernt. Also ihr wisst halt, ne, das ist mein absoluter Lieblingsskin. Und gerade auf der AWP macht sie eine krasse Figur. Guckt euch mal das Teil an. Geil. Geiler Scheiß. Richtig geiler Scheiß. Leider kein Stat-Track. Da sehe ich über die Stat-Track-Haftigkeit hinweg. Ich habe zwar Stat-Track-AWPs, ich habe, glaube ich, eine Wormgod und dies und das und hin und her. Ich hätte die Auswahl, aber hier ist mir dann doch die AWP, die ich eben gezogen habe, einfach. Meine allererste AWP, die ich selbst gezogen habe und dann eben auch noch eine Hyper-Beast. Das war mir dann doch sehr wichtig. Da habe ich so einen sentimentalen Wert, der da dran hängt. Ja. Wobei ich Schwierigkeiten habe. Ich habe davon, glaube ich, 3 oder 4 und ich habe schon ein paar Mal gewechselt, also auf andere AWPs. Ich habe diese Death by Kitty oder wie sie heißt, diese die eben im letzten Case drin war, habe ich vor kurzem gezogen und habe die ein bisschen gespielt. Jetzt ist es halt schwierig, genau die AWP rauszufinden, aber die sind alle im Minimal Wear und ich gehe einfach davon aus, dass das meine ist. Und zum Schluss kommt noch meine Scar Age. Ja, kein spektakulärer Skin. Ich hätte die Bloodsport und noch einige andere diverse sehr schöne Scar-Waffen am Start. Da will ich dann doch lieber Stat-Track haben. Ich denke, die ganzen Kills kommen von meinen Arms Race Spielen, weil das Ding spiele ich eigentlich nie. Und ja, kommen wir nun zu meinem Knife. Gehen allein. Tada! Ein Fire and Ice Marble Knife. Fucking sick, dude. Kann ich auch hier jetzt das Licht ein- und ausschalten? Nee. Aha, okay. Das war bis jetzt das krasseste Geschenk, das ihr mir jemals gemacht habt. Wirklich der Hammer. Vielen Dank auch hier nochmal dafür. Und dann auch noch mit dem Namenstag YouTube der Dummbabbler. Der Hammer. Ich werde da so oft drauf angesprochen, online in Spielen. Oh, you got fire in ice. Oh, God. Soweit zu meinem Showcase. Ich denke, dieses Showcase war jetzt deutlich länger als bei allen anderen. Vor allem habe ich auch sehr viele gesehen, die gar nicht zu ihrem Showcase sprechen. Aber ja, ihr wisst ja, wie ich bin, ne? Labertasche hoch 10. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn das Inventar irgendwann nicht mehr 2000 Dollar wert ist, sondern eben mehr oder weniger, weil ich ständig Giveaways mache und immer wieder Skins geschenkt bekomme. Morgen kann sich das schon wieder verändern. Unser Topstand war 2270 oder sowas. Mal gucken, ob wir irgendwann die 3000 knacken. Da bin ich gespannt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann könnt ihr natürlich sagen, dass es euch gefallen hat. Dankeschön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.